Ich komme noch mal zu Ihnen nach vorne und darf begrüßen unseren nächsten Impulsgeber, der natürlich schon wartet. Wir freuen uns auf eine Keynote von Professor Dr. Ferdi Schüth. Der Chemiker und Jurist hat im Fach anorganische Chemie habilitiert. Er war Professor an der Uni in Frankfurt und er ist Direktor und wissenschaftliches Mitglied am Max-Planck-Institut für Kohlenforschung. Das ist in Mülheim an der Ruhr. Und er war bis 2020 auch Vizepräsident der Max-Planck-Gesellschaft. Wir freuen uns auf seine Keynote unter dem Titel Der Beitrag der Chemie zur Energieversorgung der Zukunft. Herr Schüth, Dankeschön. Vielen Dank. Sie wollen hier vorne bleiben? Wenn nicht, ich bleibe Sie gerne hier vorne, Sie bewegen wenn das sich. Wunderbar. Bei der Online-Übertragung Sie dürfen gerne. Passt. Dann bleibe ich lieber hier und bewege mich. Genau. Herzlichen Dank für die Einführung. Ich bin froh, hier zu sein bei dieser spannenden Veranstaltung. Der Titel ist tatsächlich die Transformation der chemischen und ich würde sagen verwandter Industrien in Richtung auf CO2-Neutralität. Und ich sollte zunächst einen Disclaimer vorausschicken. Ich habe mir die Chemieindustrie angeguckt als jemand, der sie einfach 30 Jahre in die Zukunft transplantiert und ansonsten erstmal nichts ändert, sondern sich fragt, können wir die Chemieindustrie im Wesentlichen so lassen und kann sie CO2 oder Treibhausgas neutral werden? Dass das eine falsche Annahme ist, ist völlig klar. Wir werden sicherlich viel zirkularer werden in unseren Wirtschaften, wir werden vielleicht andere Produkte haben, aber als nullte Näherung ist es, glaube ich, gar nicht schlecht. Denn um eine solche Transformation zu schaffen, braucht man mindestens zwei Dinge. A, den Willen, das zu tun, den haben wir eben eindrucksvoll bekannt bekommen. B, aber auch die Möglichkeit, das zu tun. Und ich habe mir schlicht die Frage gestellt, was können wir denn eigentlich tun, was haben wir für Technologien, mit denen wir mit jetzigem Wissen in 30 Jahren eine im Prinzip CO2 oder treibhausgasneutrale Chemie realisieren kann. Also das als Disclaimer. Das hier ist das Problem. Das sind die Treibhausgasemissionen global aus den verschiedenen Sektoren. Und an dieser Stelle möchte ich an einen Satz anschließen, der Große Entrup genannt hat. Die Chemie ist nicht nur Teil des Problems. In diesem ganzen Block hier, Energie, ist Chemie und die chemische Industrie Teil der Lösung. Denn die Energie, die Transformation unseres Energiesystems wird uns nur gelingen mit dem Input aus der Chemie. Das ist eine Schlüsselwissenschaft. Aber wir sind eben auch Teil des Problems und in diesem Kreis auf zwei Stellen. Hier haben wir die direkten Treibhausgasemissionen aus der Industrie. Das sind hier 2,2%. Die Chemie taucht an einer anderen Stelle auch nochmal auf, nämlich hier oben. Energetische Emissionen. Insgesamt addiert sich das zu irgendwas wie 6% der globalen Treibhausgasemissionen. Und das ist der Teil des Problems, den wir angehen müssen, ohne unseren Beitrag zur Lösung des ganzen Restes zu verlieren. Ganz grober Pinsel. Ich gehe nicht ins Detail, das geht gar nicht in 20 Minuten, aber der ganz grobe Pinsel sieht unsere Chemieindustrie so aus und das ist mein Bild, was ich nehme. Wir haben fossile Inputs, ungefähr 10% des globalen Primärenergie-Inputs geht in die Chemie, Öl ist mehr, Gas ist ungefähr 10%, Kohle ist deutlich weniger. Aus diesem Input erzeugen wir ganz grob eine Reihe von Plattformen. Chemikalien, die wir haben, die Olefin-Plattform, die in ganz viele Wertschöpfungsketten reinläuft, die Aromaten-Plattform, Methanol, was an ganz viele Stellen geht und dann steht hier nochmal ein großer Block Ammoniak. Und das geht dann in viele, viele andere Produkte. Das ist im nächsten Bild nochmal ein bisschen aufgeschlüsselter gezeigt. Versuchen Sie gar nicht, das zu lesen. Ist überhaupt nicht das Ziel. Das Entscheidende ist, fossiler Input, hier eine Plattform, und dann, je nachdem, wo man sich die Zahlen anguckt, 30.000, 45.000, 70.000 Produkte der chemischen Industrie. Sagen wir einfach, viele Zehntausende Produkte, die die chemische Industrie bereitstellt. Im Wesentlichen auf Basis fossilen Inputs. Und jetzt kann man natürlich unterschiedliche Dinge machen. Man kann sich jetzt diese ganzen Ketten hier oben anschauen
und versuchen, diese CO2 ärmer zu machen, die Rohstoffbasis zu verändern. Ein winziges Beispiel, an manchen Stellen werde ich tatsächlich Chemie zeigen hier, es ist ja eine Fachkonferenz, deswegen habe ich mir das tatsächlich erlaubt. Ein winziges Beispiel, Acetaldehyd, eine Chemikalie mit über 1 Million Jahrestonnen Produktionsvolumen, wird man normalerweise aus Ethylen, ein fossiler Rohstoff, der aus letztlich dem Steamcracker kommt und der dann zu Acetaldehyd umgesetzt wird. Man kann sich aber auch angucken, ob man nicht Acetaldehyd anders herstellen kann, aus Ethanol. Das kann man aus Zucker durch Vergärung machen. In Brasilien wird das in die Autos als Benzinzusatzstoff hineingefahren. Und wenn man Katalysatoren hat, die diese Reaktion gut machen können, diese Dehydrierung von Ethanol zu Acetaldehyd, ist man zunächst mal primär weg vom fossilen Ethylen als Einsatzstoff. Und wir haben uns ein paar Katalysatoren mit Anhulu angeguckt. Das sind solche Kupfer auf Kohlenstoff, Silizium, das sind designte Katalysatoren, mit denen man tatsächlich schafft, lange Zeit hohe Selektivität und hohe Umsätze von Ethanol zu Acetaldehyd zu fahren. Ist kein großtechnischer Prozess, aber ist ein Ansatz, sowas zu verändern. Aber wenn man sich dieses Bild nochmal anguckt, vielleicht sollte man die Frage, kann die Chemie klimagasneutral werden, sich ganz anders nochmal stellen. Wenn man sich diese Ebene hier betrachtet, Ethylen, Propylen, C4s, Aromaten, Methanol. Wenn ich diese Ebene ersetzen kann durch erneuerbare, treibhausgasneutrale Einsatzstoffe, dann brauche ich mich um all das hier oben in Nullternährung, sage ich mir, nicht mehr zu kümmern. Dann bin ich nämlich mit einer letztlich fossilfreien Rohstoffbasis unterwegs und dann hier oben noch vielleicht Prozessenergie und sowas, muss ich alles beherrschen, aber das würde die Basis grundsätzlich verändern. Und darauf will ich mich jetzt fokussieren. Geht das? Was haben wir für Technologien? Was müssen wir tun? Was bedeutet das? Grundsätzlich haben wir meiner Ansicht nach drei wesentliche Handlungsfelder. Das Wichtigste, die Rohstoffbasis. Und da würde ich sagen, wenn wir vom Fossil weg wollen, dann haben wir drei wesentliche Rohstoffe. Biomasse, CO2 und Abfall. Und auf die werden wir uns fokussieren müssen. Ich sollte vielleicht noch als einen ganz wichtigen Wasser hier reinnehmen, denn wir werden am Ende sehen, wir brauchen ziemlich viel Wasserstoff und den kriegen wir nur aus dem Wasser. Dann werden wir uns mit Elektrifizierung beschäftigen wollen. Prozesswärme, die wir heute hauptsächlich aus fossilen herstellen, Kompressionsarbeit, die wir teilweise durch Dampfturbinen oder Ähnliches aufbringen, all das werden wir auf Elektrifizierung umstellen. Dann, wenn die elektrische Energie erneuerbar ist. Das macht keinen Sinn, das mit den 400 Gramm pro Kilowattstunde CO2-Emissionen aus dem deutschen Kraftwerkpark zu machen. Da brauchen wir dann schon wirklich ein erneuerbares Energiesystem. Und schließlich brauchen wir wahrscheinlich auch neue Prozesstechnologien. Ich nenne hier mal Elektrifizierung. Ganz viele Prozesse, die wir heute thermisch machen, kann man vielleicht elektrisch fahren und damit die Energie auf andere Art und Weise einkoppeln. So, schauen wir uns das jetzt an. Erstmal in die CO2-Schiene. CO2 als Rohstoff. Soweit sind wir noch nicht, aber wir werden da sicherlich hin müssen. Ganz klar, zunächst mal nehmen wir das CO2 aus konzentrierten Punktquellen. So wie Herr Steilemann das eben formuliert hat, wie Covestro das macht, aus einer CO2-emittierenden Produktion. Oder aus Biogas, ist ungefähr ein Drittel CO2 drin, was entsteht. Aber wenn wir das nicht mehr haben, können wir hergehen und wirklich Direct Air Capture machen. Da gibt es Ansätze dazu. Das ist von einer Firma ein Rendering, das ist keine Realanlage. Die heißt Carbon Solutions, die machen das über einen Chemical Looping Prozess. Am Ende wird das CO2 als Calciumcarbonat gefällt und nachher durch thermische Energie wieder abgespalten. Die schätzen irgendwas zwischen 100 und 1000 Dollar pro Tonne CO2. Sie sehen, die Spannbreite ist groß, ein Faktor 10 ist nicht unerheblich. Mit 100 Dollar sind wir gar nicht schlecht. Das ist im Moment ungefähr der Zertifikatspreis für CO2. Also damit hätte man fast schon ein Geschäft mit so einer Anlage, aber mit 100 Dollar läuft das Ding noch nicht. Aber zumindest das Potenzial könnte da sein.
Diese Anlage läuft, das ist Climeworks, ist eine Adsorptionsanlage in Island, wo CO2 aus der Luft geholt wird, in eine Gesteinsformation eingepresst wird, wo tatsächlich das CO2 in wenigen Jahren mineralisiert wird. Das ist eine lokale Besonderheit, aber wir müssen uns solche Technologien angucken, wenn wir irgendwann mal die Pumpquellen vielleicht nicht mehr haben, weil Großkraftwerke nicht mehr in dem Maße laufen, tatsächlich CO2 aus der Luft herauszuholen und dann in Wertschöpfungsketten einzusteigen. Und wenn ich das mache, dann ist für mich eigentlich die Schlüsselreaktion die Reverse Water Gas Shift Reaktion. CO2 plus Wasserstoff gibt CO plus Wasser und damit bin ich in der Synthesegasschiene, auf die komme ich nachher nochmal zurück. Hier zunächst mal ein Prozess, der semi-relevant für die chemische Industrie ist. Was auch immer wir machen hinsichtlich Elektrifizierung, ich sehe auf absehbare Zeit kein Flugzeug mit Wasserstoff oder Batterien fliegen. Jedenfalls keine 747 oder sowas. Das heißt, da werden wir lange Zeit noch auf Kerosin, Jet Fuel angewiesen sein. Das können wir bekommen, indem wir über Synthesegaschemie, Fischer-Tropsch oder andere Prozesse uns ein hochwertiges Jetfuel erzeugen. Die sind regulatorisch approved von vielen Regulierungsbehörden. Das heißt, das sind eigentlich Drop-in-Lösungen. Für die großskalige Implementierung ist eben die Reverse Water Gas Shift Reaktion eine der großen Hürden. Die braucht Temperaturen irgendwo bei 700 bis 800 Grad, um thermodynamisch einigermaßen ordentlich zu sein. Die braucht hohe Drucke. Katalysatoren überleben noch nicht genügend lang, großtechnisch nicht implementiert. Also wenn wir eine große Hürde haben, dann ist es die Reverse Water Gas Shift Reaktion auf globaler Skala. Ich glaube, das ist eine Herausforderung, die wir angehen müssen und angehen sollen. Aber wenn wir das haben, dann lösen wir zumindest auf dem Papier in einem Schlag den gesamten Olefinstammbaum. Wenn wir Synthesegas haben, können wir Methanol machen aus dem Synthesegas. Wenn ich ein bisschen fantasiere, könnte man vielleicht auch direkt CO2 hydrieren zu Methanol. Das funktioniert heute noch nicht großtechnisch, aber zumindest wäre es möglich. Aber nehmen wir an, wir machen die normale Methanolsynthese. Dann macht man den sogenannten Methanol-to-Olefins-Prozess. Der funktioniert, das ist ein Katalysator, SAPO 34 heißt der. Da kann man das Ethylen-zu-Propylen-Verhältnis einstellen, je nachdem, wie man den Prozess fährt. Und damit ist man in der gesamten Olefin-Wertschöpfungskette auf erneuerbarer Basis. CO2 aus Pumpquellen oder der Luft, Reverse Water Gas Shift, Methanol, MTO und man ist in der Olefin-Wertschöpfungskette auf einer erneuerbaren Basis. Das Thema ist in nullter Näherung erledigt. Man kann sogar mit neuer Technologie vielleicht auch direkt das Synthesegas zu Olefinen oder Oxygenaten machen. Das ist quasi die Bonuslösung, mit der es dann noch ein bisschen besser geht. Gucken wir uns den nächsten Block an, den wir haben. Das war so ein gut 100 Millionen, 120 Millionen Tonnen pro Jahresblock. Aromaten. Ganz wesentlicher Einsatzstoff der chemischen Industrie, kommt heute aus dem Rohöl natürlich. Wir haben Aromaten als ganz wesentlichen Bestandteil von Lignin. Lignocellulose-Biomasse enthält irgendwas wie 35% Lignin. Lignin besteht fast nur aus Aromaten. Wenn ich das Lignin aufschließe, thermisch ist der, ich sag mal, simpelste Weg, dann kriege ich das sogenannte Bioöl, ein Pyrolyseöl. Das hat das Problem, das ist sehr sauerstoffhaltig. Das sehen Sie hier überall. Der Sauerstoff muss aus den Molekülen raus. Da brauche ich also gute Deoxygenierungskatalysatoren, macht man typischerweise mit Wasserstoff. Dann komme ich in eine sauerstoffarme Aromatenfraktion. Und die kann ich zum Beispiel chromatografisch oder auf andere Art und Weise, das haben wir hier mal gezeigt, aufteilen in die Kohlenwasserstoffe, also wirklich die Aromaten, wie sie heute eingesetzt werden, und in eine Alkylphenolfraktion, die eher in Spezialchemikalien reingehen. Es wäre natürlich schön, jetzt sehr selektiv Benzol, Toluol, die Xylole machen zu können. Das geht noch nicht, aber die Basis zumindest ist da.
um auch die Aromatenfraktion auf erneuerbarer Basis aus Lignin zu erschließen. Da brauche ich gar nicht ins Detail zu gehen, das sind einfach nur die Nachweise. Also hier nach der Trennung sehen wir, haben wir wirklich eine reine Phenol- und eine Kohlenwasserstofffraktion, die man aus dem Lignin sich erzeugen kann. Also, jetzt haben wir die Olefine, Methanol hatten wir sowieso schon, hier sind die Aromaten. Jetzt gucken wir uns den großen Block Ammoniak noch an. Über den Daumen 1% des Weltenergieverbrauchs geht in die Ammoniaksynthese. Heute machen wir das so, durch Methan-Dampfreformierung, Partialoxidation, der ganze Rest hier unten wird auch letztlich mit Erdgas betrieben, über die Kompressoren, über die thermische Energie im Prozess. Auch das kann man im Prinzip auf eine erneuerbare Basis stellen, indem ich hier einen Elektrolyseur hinsetze und hier die Prozesse alle elektrisch treibe. Damit kann man die fossile Energie aus der Ammoniaksynthese sehr stark rausnehmen. Kleine Nebenbemerkung, vielleicht muss man den Blick manchmal ein bisschen weiten. Wir wollen ja eigentlich nicht Ammoniak machen. Das ist ja nicht das Ziel. Eigentlich wollen wir Düngemittel haben. Und Düngemittel können wir auch auf andere Art und Weise kriegen. Ganz am Anfang der Industrialisierung gab es mal das Birkeland-Eide-Verfahren, Luftverbrennung. Also N2 plus O2 im Lichtbogen gibt NO und das geht in Nitratdünger rein. Wenn die elektrische Energie spottbillig ist an manchen Stellen, ist vielleicht das eine Alternative zur Ammoniaksynthese, dann geht man nämlich nicht mehr den Umweg über das Ostwaldverfahren, um Düngemittel zu machen, sondern macht direkt die Nitrate. Aber das war nur eine Nebenbemerkung. So, und damit kommen wir eigentlich zum absoluten Schlüsselelement. Wenn wir Wasserstoff haben wollen, den wir für die Ammoniaksynthese, aber auch für alles andere brauchen, dann brauchen wir eine vernünftige Elektrolyse auf großskaliger, großtechnischer Ebene. Als Chemiker fokussieren wir uns oft nur so auf die Elektroden hier und den Stack. Eine Elektrolyse ist viel mehr. Man sollte das Gesamtsystem optimieren, das machen viele. Und die Elektrolysen werden immer besser. Die besten Systeme liegen bei 70% Effizienz, was verdammt gut eigentlich schon ist. Und wenn man sich dann anguckt, was kostet eigentlich der Wasserstoff, den wir auf die Art und Weise machen, dann hängt das von vielen Faktoren ab. Von der Auslastung der Anlage, vom Elektrizitätspreis, von den Investkosten. Hier ist mal ein optimistisches Szenario. Das ist eine gute Publikation, eine sehr saubere Analyse von dem, was man aus Elektrolyse rausholen kann. Da sieht man, da kommt man auf irgendwas wie 2,50 Dollar. Da will ich mich jetzt nicht um 50 Cent streiten. Das sind alles sehr weiche Zahlen, die Sie da bekommen. Wasserstoff lag lange Zeit fossiler bei ungefähr einem Euro pro Kilogramm. Hängt sehr am Erdgaspreis, ist jetzt deutlich höher, in manchen Stellen der Welt anders. Aber da sind wir jetzt nicht mehr, wenn wir dieses Szenario hier nehmen, sind wir nicht mehr meilenweit von entfernt, wie das vielleicht vor 20 Jahren noch war. Und jetzt sagen Sie vielleicht, dieser Cent pro Kilowattstunde ist ja völlig unrealistisch. Im letzten, ich glaube September war es, ist in Portugal ein Bid für ein Solarkraftwerk gewonnen worden zu 1,15 Dollar die Kilowattstunde. Das ist ungefähr der Cent. Aber das ist auch eine wichtige Botschaft, hat Herr Steilemann auch darauf hingewiesen, wir sollten das nicht hier in Deutschland machen. Diese Anlagen sollten wir in die sonnenreichen Gegenden der Welt stellen und dann die Produkte, die wir mit elektrischer Energie erzeugen, nach Deutschland in einer guten Transportform schaffen. In Deutschland Wasserstoff zu erzeugen, da haben wir besseren Nutzen für elektrische Energie als den Wasserstoff. So, eine unangenehme Botschaft muss ich an dieser Stelle aber auf jeden Fall noch loswerden. Wenn wir diese ganzen Bedarfe hier, Ethylenpropylen aus Methanol über MTO, die Aromaten, Hydrodeoxygenierung, den Wasserstoffbedarf habe ich gerade weggelassen dabei. Methanol müssen wir machen, den Wasserstoff für Ammoniak. Wenn wir das alles addieren, dann kommen wir auf ungefähr 130 Millionen Tonnen Wasserstoff pro Jahr. Und das ist untere Grenze der Schätzung. Da habe ich nur die Stöchiometrie genommen, keine zusätzlichen Energiebedarfe, sonst irgendwas. Wirklich Rechnung über den Daumen. Wir brauchen 50 Megawattstunden pro Tonne Wasserstoff an elektrischer Energie. Das ist so eine typische Verbrauch von der Elektrolyse. Wenn wir das multiplizieren, brauchen wir 6.500
Terawattstunden elektrische Energie, um den Wasserstoff bereitzustellen, um die chemische Industrie auf erneuerbar umzuschalten. Liegt bei 24.000 Terawattstunden oder 25.000 Terawattstunden, schwankt immer so ein bisschen. Das heißt, wir reden hier über ein Viertel der derzeitigen globalen Elektrizitätsversorgung, die wir zusätzlich haben müssten, um die chemische Industrie umzubauen. Daran können Sie sofort die Prioritäten erkennen. Wenn wir das wollen, müssen wir das machen auf massiver Skala, und zwar am besten gestern und nicht übermorgen. Ganz eindeutig, sonst kriegen wir das nicht hin. Ich gucke noch auf die anderen Elemente ganz kurz, die ich genannt habe. Elektrifizierung von Anlagen, das ist ein Steamcracker, den die BASF betreibt. Die BASF hat zusammen mit Sabic und Linde aber letztes Jahr bekannt gegeben, dass sie an einem elektrischen Steamcracker arbeitet, der also nicht mehr mit Erdgas befeuert wird, sondern elektrisch beheizt wird. Ist eine spannende Entwicklung, nimmt einen großen Teil des Energiebedarfs des Steamcrackers, zumindest nicht des stofflichen Inputs, aber des Energiebedarfs aus. Kleine Nebenbemerkung, wenn das, was ich Ihnen hier skizziert habe für 2050 Realität wird, dann brauchen wir aber vielleicht gar keinen Steamcracker mehr, weil dann machen wir uns die Olefine, die aus dem Steamcracker kommen, ja aus Methanol über einen MTO-Prozess. Aber ich glaube, so schnell wird es nicht gehen. Also ein elektrisch beheizter Steamcracker macht durchaus noch Sinn. Das andere Element, wir sollten viel mehr in Richtung Elektrosynthesen schauen. Den Wasserstoff müssen wir elektrokatalytisch eh herstellen. Der entsteht an der Kathode. An der Anode entsteht typischerweise Sauerstoff. Den lassen wir in die Luft und machen nichts damit. Trägt also nicht zur Wertschöpfung bei. Wir sollten uns große Anodenprozesse überlegen, die Wertschöpfung erzeugen. Und ich nenne mal hier einen: Furandicarbonsäure könnte die Tereftalsäure im PET-Polymer ersetzen. Wenn wir das machen würden, hätten wir eine Wertschöpfung an der Anode und an der Kathode in einem Wasserelektrolyseur und könnten damit den Wasserstoff wiederum billiger machen. Und man sollte vielleicht nicht vergessen, eigentlich haben wir sowas schon. Die Chlorproduktion ist eine Produktion, wo wir eine Anodenreaktion haben, die den Wertstoff liefert, Chlor. Der Wasserstoff, der an der Kathode entsteht, der gibt einen zusätzlichen schönen Ertragsstrom. Aber das Ziel ist eigentlich die Anodenreaktion und nicht die Kathodenreaktion. Da sollten wir uns vielleicht mal ein bisschen Fantasie walten lassen und uns neue Anodenreaktionen überlegen. Zusätzlich solche, bei denen man auch fluktuierend so eine Anlage gut betreiben kann. Zwei weitere Kommentare. Wenn man sich diese Aufteilung der Treibhausgasemissionen anschaut, dann sehen wir, hier ist die Chemieindustrie 2,2%. Hier neben ist eine Industrie, die ich eigentlich auch noch als Chemieindustrie bezeichnen würde. Zement ist eine anorganische Chemikalie, ist ein Grundstoff und Chemiker können mit Zementchemie umgehen. Und dann haben wir hier oben noch die metallurgische Industrie mit 7%. Zwei verwandte Industrien mit enormer Bedeutung für die CO2-Emissionen. Ich nehme erstmal die Zementindustrie. Da erzeugen wir im Moment den Zement mit zu viel Ausstoß von Kohlendioxid. Eigentlich müssten wir nicht so viel Calciumoxid im Zement enthalten haben, um die Festigkeit zu bekommen, die durch die sogenannten CSH, Calcium-Silikathydrat-Phasen, bewirkt wird. Zement machen wir aus Calciumoxid und das kriegen wir durch Kalzinierung von Kalkstein, Calciumcarbonat. Die CO2-Emissionen werden wir nicht los. Wenn wir aber den Kalksteineinsatz reduzieren können, haben wir einen Riesenhebel an den CO2-Emissionen. Also, und das hier ist eine Entwicklung aus dem Karlsruher Institute of Technology, die einen Zement, den sogenannten C-Lightment, entwickelt haben, wo das realisiert wird. Ungefähr 50% des spezifischen CO2-Ausstoßes. Naja, und schließlich die Stahlindustrie mit den Hochöfen, die mit Koks betrieben werden, sind natürlich ein gigantischer CO2-Emittent. Auch da können wir andere Technologien haben. Man braucht
60 Kilogramm Wasserstoff pro Tonne Stahl, wenn man die Stahlindustrie auf eine Wasserstoffmetallurgie umstellt. Was Ähnliches gilt auch für Nicht-Eisenmetalle. Auch die kann man zum Teil mit Wasserstoff machen. Und das sind verwandte Industrien, wo die Chemie sicherlich große Beiträge leisten kann, um denen, ich sag mal, so ein bisschen auf die Sprünge zu helfen, denn da steckt viel Chemie in den Prozessen. Allerletzter Punkt, Zirkularität. Das ist ein schöner Artikel, der letztes Jahr in Nature Catalysis erschienen ist, wo es um das Polymer-Recycling geht. Und wenn man sich die Mengen an Polymeren anschaut, das sind unterschiedliche Polyethylene, Polypropylen, PVC und so weiter, alle abgekürzt hier, wenn man die Produktionssummen addiert hier, kommt man auf ungefähr 350 Millionen Tonnen. Das sind 350 Millionen Tonnen Chemierohstoff. Das ist von der Zusammensetzung her, ist das sowas wie Rohöl. Gut, sind vielleicht Halogene mit drin, wenn wir PVC haben, aber im Prinzip ist das eigentlich ein rohölartiger Feedstock. Und deswegen sollten wir diesen Feedstock nutzen, Polymer recyceln, pyrolysieren im einfachsten Fall und die Pyrolyseströme quasi raffinerietechnisch aufarbeiten, aber vielleicht auch gezielter depolymerisieren, um die Monomere zurückzubekommen. So, damit komme ich zum Schluss, kehre zurück zu meinem Ursprungsbild. Die Basis, die chemische Industrie heute, transportiert nach 2050 oder beyond. Methanol können wir machen. CO2 im Extremfall aus der Luft, Reverse Water Gas Shift, Methanolsynthese, dann sind wir da. Ethylenpropylen, dann nehmen wir das Methanol, was wir hier gemacht haben, nehmen den MTU-Prozess und haben Ethylen und Propylen als Feedstocks. Ammoniak würden wir aus Wasserstoff und Luftstickstoff erzeugen. Der Wasserstoff müsste erneuerbar sein. Und die Aromaten nehmen wir in erster Näherung mal aus Biomasse. Vielleicht fallen uns aber auch noch tolle Aromatisierungsprozesse für Methanol oder Ähnliches ein oder Aromatisierung von Synthesegas. Wir brauchen dazu Elektrifizierung in der chemischen Industrie und elektrokatalytische oder elektrosynthetische Prozesse, um da was umzuändern. Und jetzt kommt meine Botschaft, die eigentlich die Take-Home-Botschaft ist. Daran kommen wir nicht vorbei. Wenn wir die chemische Industrie auch nur ansatzweise ungefähr in der Art erhalten wollen, wie sie jetzt ist, und da stecken 140 Jahre intellektuelle Leistung drin, das wäre bescheuert, das alles wegzuschmeißen und völlig neue Prozesse zu entwickeln, dann ist das mit Abstand die höchste Priorität. Und den Wasserstoff würde ich nicht in Deutschland erzeugen, den würde ich in Australien, in Nordafrika, in Südamerika, in den sonnenreichen Gegenden erzeugen und dann als Wasserstoff oder als Methanol, den ich da herstelle, in unsere deutsche Chemieindustrie einspeisen und damit unsere Wertschöpfungsketten weiterlaufen lassen. Vielen Dank. Ja. Dann sagen wir nochmal ganz herzlichen Dank an Professor Ferdi Schüth und vor allem auch nochmal für diesen klaren Appell, Wasserstoffproduktion, das wird noch ein wichtiger Punkt werden. Da werden wir sicherlich heute auch nochmal drüber diskutieren, meine Damen, meine Herren, das war jetzt schon relativ viel Input, deswegen haben wir uns alle eine Stärkung verdient. Ich leite das Mittagessen ein. Achtung, Achtung, wir haben nur Zeit bis 13 Uhr, da geht es hier natürlich interessant und spannend weiter, aber jetzt erstmal wünsche ich uns allen einen guten Appetit.